98.8 Kiss FM, Carolina, Franzi und Biggie, Biggie, Big Mo hier. Und mit fast 1 Million Abonnenten begeistert er die Menschen damit, indem er Hits auf einem Piano spielt. Mr. Piano Man kann eigentlich alles spielen. Und er gibt euch jetzt auch Tipps, damit ihr auch mal klingt wie so ein Profi. 98.8 Kiss FM presents Piano Bombing. Aber worauf spielt er überhaupt? Auf dem stylischsten Piano, was ihr jemals gesehen habt, Leute. Ja. Es soll irgendwo in Berlin stehen, damit auch ihr darauf spielen könnt. Guckt unbedingt mal in die Kiss FM App, guckt es euch an. Jetzt gerade steht es halt noch hier bei uns rum, aber wir wollen, dass ihr darauf spielt. Auch wenn ihr nichts könnt, probiert es unbedingt aus. Denn Mr. Piano Man hat sich auch an einem ganz harten Fall versucht und hat probiert, Big Mo was beizubringen. Also ich kann dir mal sagen, was ich kann. Ich weiß. C, D, E, F, G, A, H, C. Und? Mehr kann ich nicht. Das ist von wem? Das ist für Elise von David Guetta. Ja. Oder? Ist doch so. Fair enough. Klingt auf jeden Fall wie ein hoffnungsloser Fall. Und das warst du auch am Anfang, Mo. Aber es hat against all odds, entgegen aller Widersprüche, trotzdem geklappt. Mr. Piano Man, a Big Mo in the building. Schon ein bisschen gelitten so mit mir. Krass. Guck mal, du hast einfach nur die gleichen Akkorde die ganze Zeit gemacht. Ja. Er hat daneben ein bisschen rumgespielt und plötzlich ist es ein Hit. Es ist einfach so gut, liebe Kiss Nation. Es geht wirklich schnell. Ein paar Griffe hier und da. TikTok-Tutorials guckst du dir ja auch immer an und dann spielst du das nach und es geht so schnell. Und genau das könnt ihr auch machen, wie das Ganze aussieht. Das könnt ihr euch anschauen auf kidsfm.berlin auf Instagram, so heißen wir da. Da gibt es nämlich das Video von Biggity Big Mo und Mr. Piano Man. Ja, und jetzt Thomas Krüger, Mr. Piano Man, ganz alleine, ohne meine Wenigkeit, auf dem Kiss-Piano, nur für euch. Show you how to